Frau Müller. Ja, schönen guten Tag, Frau Dr. Lütt. Herzlich willkommen bei GR Farm Technologies. Dankeschön. Wenn ich mir das anschaue, sehe ich natürlich hier ganz viele Kühe. Womit genau beschäftigt sich GR Farm Technologies? Wir sind im Bereich der Nutztierhaltung tätig und unsere Kunden sind Landwirte und wir versorgen diese Landwirte mit allem, was sie für ihren täglichen Bedarf auf dem Betrieb benötigen. Und das geht los von der Stallplanung bis zum täglichen Herden- und Betriebsmanagement. Und dazu gehört eben, ganz, wenn Sie es hier mal schauen, Melktechnik, Kühltechnik, Fütterungstechnik oder Güllemanagement zum Beispiel. Und wie muss ich mir das ganz genau vorstellen? Das kann ich Ihnen einmal hier zeigen. Hier haben wir den Landwirt. Und der Landwirt ist heutzutage viel mehr als Unternehmer zu verstehen, der seinen Betrieb kontinuierlich weiterentwickeln will. Auf der anderen Seite will natürlich der Bauer ganz konkret nicht den ganzen Tag von morgens bis abends Schwerstarbeit leisten. Und deshalb versorgen wir ihn halt mit Technologie. Auf der anderen Seite haben wir hier die Kuh. Und damit die Kuh natürlich die wertvolle Milch gibt, ist es wichtig, dass es ihr gut geht und dass sie eben optimale Lebensbedingungen hat. Und wir kümmern uns darum, dass es sowohl dem Landwirt als auch dem Tier gut geht. Also ein sehr ganzheitlicher Ansatz. Genau, das ist das richtige Stichwort und sehr wichtig für unsere Arbeit bei GR Farm Technologies. Wir nennen das Total Solutions. Und das heißt, dass wir eigentlich bei jedem Kunden genau vor Ort sind und auf seine Bedürfnisse hin ihm die richtigen Produkte und den richtigen Service zur Verfügung stellen. Ja, und mein Kollege, der Herr Rack, wird Ihnen jetzt gleich mal eins unserer Hightech-Produkte vorstellen. Schönen guten Tag, Herr Rack. Schön, dass Sie da sind. Ja. Wollen wir gleich losgehen? Ja, prima. Gerne. Danke. Dies ist MR1, eine unserer vielen Entwicklungen, die das Leben für Mensch und Tier einfacher machen. Mit dem MR1 werden bei uns Kühe vollautomatisch gemolken. Das System verfügt über eine 3D-Kamera, mit der die individuelle Anatomie des Tieres erkannt wird. Und so können Zitzen und Euter beim Melken sehr schonend behandelt werden. Das komplette System ist online und kann sowohl vom Landwirt als auch von uns kontrolliert und ausgewertet werden. Aber ich möchte Sie mit den Details gar nicht so viel langweilen. Da steckt so viel Hightech und Innovation, Ingenieurleistung in der Maschine. Ja, aber das ist ja spannend. Dann möchte ich Ihre Aufmerksamkeit einmal auf die Zitzengummis lenken. Allein in diesem unscheinbaren Zitzengummi stecken 5 Jahre Entwicklungsarbeit und mehrere Patente. Und neben all der Exzellenz, die in dieser Maschine steckt, ist dies die wesentliche Komponente, denn sie stellt die Verbindung zwischen Tier und Maschine her und somit auch die Beziehung zwischen uns und unserem Kunden. Meinen Sie jetzt die Kuh oder meinen Sie den Landwirt? Beide. Denn gute und lange Beziehungen sind bei GR Farm Technologies nicht nur strategisch verankert, sondern auch einer unserer wesentlichen Erfolgsfaktoren. Ah, das möchte ich mir schon noch ein bisschen genauer anschauen. Das ist eine einfache Aufgabe. Herr Springer, Sie sind Automatisierungsingenieur. Ist das hier Ihr Arbeitsplatz als GR-Ingenieur? Nicht immer, aber häufig genug. Denn nur wenn wir vor Ort sind, können wir sowohl die Anforderungen erfahren und verstehen, als auch unsere Konstruktionen und Entwicklungen fundiert prüfen. Das habe ich ja heute schon eine ganze Menge Hightech gesehen. Da verliert sich ja das Bild des romantischen Bauernhofs. Das Bild gibt es leider nur noch so in der Werbung. Für uns ist es wichtig, dass die Tiere durch unsere Produkte und durch unseren Service die bestmöglichen Bedingungen haben. Denn nur glückliche Kühe geben Milch ab, was wieder konform ist mit den Aussagen der Werbung. Das heißt, das sind jetzt hier glückliche Kühe. Sie werden lachen. Kühe lieben es zum Beispiel, sich an Gegenständen zu reiben. Extra dafür haben wir Einrichtungen mit Kratzbürsten entwickelt, unter denen die Kühe sich genussvoll aufhalten und reiben und sich ihre Portion Wellness holen. Ist ja unglaublich. In Wirklichkeit brauchen die Kühe den Prozess, um besser Hitze über ihr Fell abführen zu können. Der charmante Nebeneffekt ist, dass die Kühe dadurch sauberer bleiben, was wiederum der Hygiene zugutekommt. Das heißt, das sind alles Bestandteile, die man kennen muss, um solche kompletten Systemanlagen bauen zu können. Im Prinzip versuchen wir, durch unsere gesamten Einrichtungen beste Bedingungen für die Tiere zu schaffen, damit die Tiere sich frei bewegen können, frei ausleben können. Hierfür haben wir zum Beispiel extra unsere Melkroboter, in denen sich die Kühe völlig frei bewegen können, ihren Biorhythmus komplett ausleben können. Das heißt, der Roboter ist immer da, immer bereit, sanft und umsichtig für die Kühe. Und was gut für die Kühe ist, ist gut für unsere Kunden. Und was gut für unsere Kunden ist, ist gut für unser Geschäft und unseren Erfolg.